Uiuiuiui, in dieser Folge kracht es zwischen zwei Kandidatinnen natürlich mal wieder so richtig. Zwischen zwei, wo es auch zu erwarten war. Aber nachdem Christine es verlassen musste, bedeutet das trotzdem, dass es direkt doch heftig weitergeht. Und deswegen freuen wir uns auf die zweite Folge von Beauty and the Nerd. Woo! Naja, das war jetzt aber auch schon irgendwie alles, was ihr wissen musstet aus der ersten Folge. Christine und ihr Nerd Daniel mussten die Villa verlassen, beziehungsweise sind noch da, die letzte Nacht geblieben und werden am Anfang dieser Folge gehen. Und wir sind so... da sind schon Spannungen bei, da sind Charaktere dabei, es wird alles noch sehr interessant und es entwickelt sich sehr viel weiter und ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Wenn ihr euch natürlich die ganze Folge auch reinziehen wollt, könnt ihr es gerne machen. Auf Join, den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne diesen Kanal abonnieren, wir gemeinsam Spaß und legen direkt mal los. Aber einer ist schon wach, denn für Daniel ist heute Abreisetag. Deshalb gebührt ihm die Ehre des Wegschocks. No, und hat er da gerade Colin noch mit einem Handtuch abgedeckt, weil der mitten in der Sonne schläft, weil ihr draußen schlafen müssen, Kim und Colin? Warum gibt es da überhaupt keinen Sonnenschirm eigentlich? Das ist ja mal super verantwortungslos, dass man die mitten in der prallen Sonne schlafen lässt. Ja, ich sollte das eigentlich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich, Kusamui. So, hier sind 40 Jahre die Flippers. Okay, und er durfte jetzt alle wecken. Und dann war so, was ist hier los? Also dann hätte er jetzt vielleicht Colin doch nicht mehr zudecken müssen. Das war jetzt schon Quatsch. Frag mich, warum macht ihr euch so einen Kopf eigentlich so? Springt mal ein bisschen über euren Schatten, ne? Und das reicht dann auch. Halt die Ohren steif, ne? Ja, okay, danke. Und das war dann auch noch meine Ansage. Ist dann auch alles geklärt und damit verabschieden sich dann auch Daniel und Christine. Und während Daniel auch wirklich so richtig dann umknuddelt wird, alle so, oh mein Gott, wir werden dich so vermissen, wir kennen dich seit zwei Tagen, aber nein. Die haben halt schon zusammen halt die Nerds. Ist bei Christine ein bisschen anders. So, ich wünsche euch was, ja? Und so wie ihr mich hier kennengelernt habt, so bin ich auch. Und das ist kein gutes Zeichen, Christine. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sie dachte, dass sie das nett meint. Ist nicht. Nein. Wie geht's dir? Gut, aber mein Sonnenbrand tut wieder weh, deswegen bin ich rein. Hast du dir richtig mal fett eine Schicht Sonnencreme drauf? Ja, ja, und ich mache die ganze Zeit Aloe Vera drauf. Alles. Ja, aber ich sehe da keine fette Schicht. Da fehlt noch einiges. Da sollte man mal ein bisschen mehr drauf klatschen. Und da kommt die Mutter aus Kim plötzlich raus, die so, ich brauche mehr. Da muss so eine Schicht sein, die noch gar nicht eingewirkt ist. Ich mache dir das jetzt. Und dann musst du damit rumlaufen. Das ist mir auch egal. Ich glaube, das ist Colin tatsächlich auch egal, weil die legen da nicht so viel Wert drauf. Die denken sich so, dann ist das halt. Aber bei Kim so, dann wirst du damit jetzt rumlaufen müssen. Das sehen dann alle, wie du aussiehst und... Okay, es juckt dich gar nicht. Na gut. Eine kleine neue Nachricht kommt da allerdings auch noch reingeflattert und die, naja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. So viel sei schon mal verraten. Es hat etwas mit der Luxus-Suite-Ausstattung von Linda und Pierre zu tun. Wir haben einen Zimmerservice. Ja, weil die Luxus-Suite gewonnen haben, bedeutet das nämlich, dass da irgendjemand zum Putzen vorbeikommt. Und jetzt nicht irgendwie eine nette thailändische Dame, die jetzt mal sich ein paar Euro dazu verdienen will. Nein, andere Kandidaten. Die Raumpflege ist nun Job der Draußenschläfer Kim und Colin. Oh, geil. Die schlafen eh schon auf der Sonnenliege, in der Sonne, auf dem letzten Dreck ohne Sonnenschirm und dürfen jetzt auch noch arbeiten. Na klar. Wenigstens gutes Wetter. Dann mal ran an die Buletten. Ja, und die Ecken nicht vergessen. Ich sehe voll gut aus mit diesem ganzen Zeug. Ja, Fashion, wirklich, Kim. Nur du kannst das tragen. Allerdings, was wollen die jetzt gerade putzen? Weil sie sind jetzt seit einem Tag. Und wie dreckig ist das? Also, ich glaube nicht. Dann sollen sie eigentlich ihren Dreck alleine machen. Also, ich mag putzen. So, ich weiß auch nicht mal, wie solche Sachen funktionieren. Wie macht man das denn? Wie sehr kann sie dann putzen mögen, wenn sie nicht mal weiß, wie das alles funktioniert und klappt? Dann ist das doch schon wieder direkt Quatsch, oder nicht? 99,9% der Bazillen werden entfernt, dann ist das Haus hier leer. Wie gut, dass Kim Handschuhe trägt. Ich bin mir jetzt gerade aber auch nicht ganz sicher, ob die Produktion verstanden hat, dass Kim Virginia die anderen Kandidaten meint mit Bazillen und nicht, naja, Bazillen. Bevor wir jetzt allerdings zur großen Überraschung dieser Folge gehen, erzähle ich nochmal kurz was über meinen Merch, weil schon voll viele Fragen gekommen sind. Voll viele von euch haben auch gesagt, hey, ich schreibe mir auf Instagram ganz privat die Frage, weil nur da wird ihr mir antworten, Leute, got you. Es haben voll viele was zu meinem Merch gefragt. Ich trage auch gerade meinen Jogger-Hoodie, weil es hat heute Nacht geregnet und es ist relativ kühl und der ist sehr kuschelig und gemütlich. Und ja, ich denke mal, ich beantworte einfach mal die häufigsten Fragen. Erstmal, mein Shop auf magneto.de könnt ihr auschecken und dort alles sehen. Dort sind alle Artikel aufgelistet, die ihr euch angucken könnt. Da steht eine Größentabelle dabei, da stehen die Zusammensetzung der Klamotten dabei, wann die Vorbestellung ausgeliefert wird, alles Mögliche, weil es hier mit Vorbestellungen läuft. Was ich zur Klamottengröße sagen will, ist, ich bin so ein kleiner M-Boy, aber auch manchmal so ein kleiner L-Trageboy. Ich habe aber alle meine Merch-Sachen in M gekauft und sie passen richtig gut. Sie sind eh als Oversize auch geplant. Das bedeutet,
Es ist auch so gemütlich, wenn man sie vielleicht ein bisschen größer hat. Aber ich trage M und es passt alles. Kleines Farbkonzept haben wir auch. Also es gibt halt schon starkes Weinrot. Wir haben diesen wundervollen Petrolpulli, der auch vorne sehr seriös wirkt. Da ist nur ein kleines M-Logo. Und hinten geht die Party ab mit den ganzen Zitaten. Was halt auch wichtig ist, ist, dass auf jedem Arm Zitate drauf sind. Also links und rechts. Aber jeweils nur ein Satz, den man auch manchmal einfach nutzen kann, wenn man so einen Abgang machen will. Dann zeigt man den Arm und geht einfach weg. Und dann die andere Person, was steht da? Dann wirkt das noch, das wirkt mega cool, Leute, glaubt mal. Man soll ja auch eigentlich keine Lieblinge haben, aber wen ich am meisten liebe, ist tatsächlich der schwarze Zitate-Pulli. Also nicht, weil schwarz ist, auch wenn ich oft schwarz trage, sondern ich liebe das einfach mit dem Team Rot hier. Das ist das Beste. Und sind auch natürlich, also hier sind auch die richtig bekannten Zitate drauf. Also beim anderen auch, die kennt man auch. Aber hier irgendwie das Adieu-Schlampen von Robin zum Beispiel. Adieu-Schlampen. Das genau ist, glaube ich, mein erstes Meme gewesen, was ich hatte. Love it. Genau. Die 35 von... Hier, wie heißt sie? Wie heißt sie, Frau? Von der Frau, ihr wisst. Sie schreit jetzt nochmal. 35! Ich glaube, den kann man auch richtig gemütlich tragen. Vor allem, weil der auch so ein bisschen mehr auffällt, wenn man es mag. Wenn man es nicht mag, dann halt nicht. Und, oh nee, den Waschlappen der Realität kann ich euch gerade nicht zeigen, weil die Katzen den eben wieder geklaut haben und jetzt darauf schlafen. Das geht auch nicht. Also, die sind immer so, was ist das? Das ist ein Waschlappen. Und dann graben die sich den und rennen damit weg. Und ich so, ich brauch den noch! Ich habe zwei hier rumliegen. Nee, ich habe vier hier rumliegen. Zwei habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und zwei weiß ich noch, wo sie sind. Aber sie sind gerade bei denen. Die nehmen die und das ist weg. Und weil ja noch Sommer ist, obwohl man das ja alles auch als Weihnachtsgeschenk schon kaufen kann, und dann ist man erstmal auf der sicheren Seite, habe ich natürlich auch T-Shirts, die schön kurz sind, mit einem Dude- oder Dardina-Print drauf, hinten und auch schön einfach nur mit Name-Tag. Sieht man das? Sieht man das? Ja. Und ich muss auch direkt gestehen, es hat einfach 100 Jahre gedauert, weil ich so, hey, da soll einfach nur Dude oder Dünja stehen, aber ein cool. Wie macht man das cool? Es hat 100 Jahre gedauert, dieses Logo, diese Schriftart zu designen. Ich muss aber zum Schluss sagen, dass ich dann froh war, als wir fertig waren. Ich schmeiß das einfach alles hier auf den Boden. Kein Wunder, dass die Katzen das kriegen, ich räume das gleich weg. Es hat auf jeden Fall 100 Jahre gedauert, das alles zu designen und ich war am Ende froh. Also ich war nicht froh, dass wir fertig waren, sondern einfach so, das ist es. Und es gefällt mir und ich hoffe, tatsächlich, euch gefällt es auch. Viele Farbkombis sind dabei. Ihr könnt, wie gesagt, alles auschecken. In vielen Größen ist alles dabei. Wie gesagt, ich trage in allem M und es passt. Der Baumwollanteil bei allen Klamotten ist hoch, beziehungsweise sehr hoch. Also aus meiner Definition. Es gibt wahrscheinlich super Öko-Analyses, die jetzt sagen, nein, ich brauche 100%. Das gibt es nicht so oft. Aber es läuft, Leute. Kann man machen. Checkt auf jeden Fall den Shop aus. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und es geht weiter mit der Folge, weil eine neue Nerdin kommt. Jetzt wird es noch putziger mit unserer neuen Nerdin. Es handelt sich um ein sehr, sehr scheues Geschöpf. Oh mein Gott, ich muss auch irgendwie sagen, es ist ein bisschen mehr zu sehr Klischee, wie die Kandidaten immer vorgestellt werden. Das ist so hart. Wer bist du denn, Girl? Hi, ich bin Joelle, 21 Jahre alt, komme aus Kassel. Ich liebe Animes, Cosplay. Dieses Cosplay habe ich selber gemacht. Und dafür habe ich ungefähr 2 Monate gebraucht. Oh, und sie wirkt wie eine richtig, richtig süße Maus, oder? Ich liebe sie, glaube ich, direkt. Der Spruch war jetzt nicht so gut. Jetzt hatte ich so Herzklopfen irgendwie. Hey, oh mein Gott! Die Girls so, wow, eine weibliche Nerdin. Und die Typen so, wow, ein Mädchen. Ja, es geht wieder los. Ich freue mich mega, weil alle sind einfach nett. Ich bin Shelly. Da habe ich gleich sympathisch begrüßt. Ja, warte erstmal ab, bis sie dann richtig loslegen. Am Anfang sind die immer alle ganz nett. Und dann geht's plötzlich ab. Wirklich. Erstmal musst du langsam anfangen mit Nageln und dann gehst du bam, 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 bam. Krass siehst du aus. Wie ein Wirbelwind. Was stellst du da? Ich bin von Haikyuu. Ich bin Satori. Satori, ja, wie krass. Wie krass. Ich habe kein Wort verstanden. Wie krass. Bei Kim ist auch immer, also ihre Komplimente würde ich niemals für bare Münze nehmen, weil du sagst dir das und die guckt so, nichts passiert in ihrem Kopf und sie so, krass, wow. Ich glaube, die wusste nicht mal, was Satori ist. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wovon ihr redet. So, und wenn ihr jetzt schon mal so in der Gruppe steht, möchte ich einmal kurz fragen, wer findet sie heiß? Hier. Also halt, nee, sie oder hier? Entschuldigung, ich hab die Frage falsch verstanden. Ich hab gefragt, wer findet's hier heiß? Unangenehmer Moment. Aber Pias von, ja, ich will, ach so, sie, nicht hier. Ja, ich dachte, hier wäre es heiß. Unangenehm wirklich für alle. Ja, aber Kim, das sind doch Fragen, die kannst du auch Nerds nicht stellen. Einen wunderschönen, na, hallo. Guten Tag, mein Lieben. Alles klar, okay, ich bin Salvo, komm mal her. Der Salvo? Das ist Salvatore, der Ex von Christina Dimitrio, die Rumschreitante, ihr kennt sie alle. Und der ist jetzt der Beauty. Okay.
Okay. Ich werde flirten, davon abgesehen, dass die Beauties auch nicht viel Auswahl haben werden. Doch, die anderen Nerds sind ja da. Naja, okay. Ja, ich verstehe schon, was er meint. Allerdings ist er hier nicht zum Flirten. Du sollst nicht mit den Beauties durchbrennen. Ja, Salvo. Bitte nicht. Ich habe gerade Sonnenbrand. Ja. Nein, ich habe Sonnenbrand. Echt. Wie heißt du? Salvo. Salvo. Salvatore. Italiano? Yes. Doch. Nee, aber ich bin mit Italienern aufgewachsen. Ich liebe es, wie Salvatore schon gar nicht mehr zuhört. Was? Du auch? Ja, und geht weg. Also er stellt eine Gegenfrage und haut einfach ab. Allerdings auch, warum Salvo? Also er heißt Salvatore. Warum ist der Spitzname Salvo? Will er extra cool sein oder was? Ist ein... Ja, ist ein cooler Satz. So, mein Lieben, ich habe auch noch was zu verkünden, wenn ich schon da bin. Ja. Hi. Ja, ich bin der Salvatore und was ihr schon bis jetzt erlebt habt, war nur das Vorspiel. Mit mir zieht der Sieg mit in die Villa und natürlich mit Joelle, meiner Nerdin. Ja, das ist auch meine sympathische Ansprache und alles so, lass ihn doch einfach direkt wieder rauskicken, dann ist das Problem gelöst. Also, ja, können wir machen. Nein, er ist in der ersten Folge safe. Boom. Hello. Hi. Ja, das Bitch ist da, ne? Alles klar. Na, alles Wer bist gut? Du? Die Baddest Bitch, hab ich doch gesagt. Bad Bitch? Die Baddest Bitch. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich gleich in die Hose pipiet, aber die hat auf jeden Fall ein kurzes Brett bekommen. Ist das so ein Insider? Nee, das ist von in der ganzen Welt bekannt. Und ich liebe es, wie Salvatore sie einfach unterschwellig gedisst hat, wahrscheinlich selber nicht mitbekommen hat. Baddest Bitch? Ist das so ein Insider von dir? So siehst du halt nicht aus, Girl. Da nun allerdings auch alle wieder versammelt sind, kann man sich ja wieder für ein Safety-Spiel vorbereiten. Salvatore und Joelle müssen halt nicht dran teilnehmen, weil sie sind ja safe, die anderen aber. Hier sind die Beauties, die Empfangsdamen für Allgemeinwissensfragen, die ihnen die Nerd-Pagen herantragen. Doch für jede Falschantwort müssen sich die Laufburschen mit Gepäck beladen. Oh, schon wieder Quizfragen und Schleppen. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mein Allgemeinwissen aktuell auf einer 6. Ändert sich das im Verlauf der Sendung noch oder bleibt es dauerhaft bei der 6? Vor allem eigentlich war sie doch ganz okay, oder? Bisher? Ja. Scheiße, jetzt hab ich vergessen. Und das ist das Problem, die Fragen stehen alle drumherum auf dem ganzen Feld. Und dann immer so, okay, ich habe mir die Frage durchgelesen, rennst dahin. Fuck, vergessen. Wobei ich mir denke, also ich verstehe nicht, wie man Fragen, die man gerade gelesen hat, sofort wieder vergessen kann, weil, also wenn es jetzt irgendwelche langen Sätze wären, die komisch sind, got it, aber das, nee. Buchstabiere das Wort Stewardess. S-T-E-W-A-D. Da fehlte das R. Und ich muss zugeben, ich habe eigentlich erwartet, dass sie früher verkackt. Von daher, wow! Wow! Du trinkst an der Bar 4 Cocktails a 9 Euro. Du zahlst 10% Trinkgeld. Wie viel zahlst du? Oh, ihr könnt ja noch nicht mit Matheaufgaben kommen. Vor allem noch nicht mit Prozentrechnung, auch wenn das Baby-Prozentrechnung ist. Die scheitern doch schon an 7 plus 3 manchmal. Das ist jetzt gemein. 30 Euro? 90 Cent? Ich liebe es, wie Linda sich einfach denkt, mega Rabatt, was zahle ich schon? Ich kriege immer einen aufgegeben. 36, das sind 3,60 Euro. Insgesamt, wie viel du bezahlst? Ach, insgesamt, ihr bezahlt 36 Euro. Nein. Oh, Babu hat das richtig raus und nicht so, scheiß aufs Trinkgeld. Ich zahle hier nur das, was ich bezahlen muss. Richtig so. In welcher Stadt bist du, wenn du auf der spanischen Treppe stehst? Okay, ist das jetzt eine Fangfrage? Boah, Alter, Barcelona? Das war ein okayer Guess, wenn man noch nie davon gehört hat. Aber naja, es ist halt Rom. Und ich war im Sommer dort und muss sagen, Leute, es ist nicht spannend. Es ist eine Treppe, das war's. In Brasilien habe ich auch Stadt, gerade Brasilien gesagt. Ja, und das war nicht das einzig peinliche, Linda, aber okay. Was würde deine Mutter jetzt sagen? Was steht die Abkürzung FKK? Nackt baden. Auf jeden Fall irgendwas mit Kleidung. Frei. Frei. Freie Körperkleidung, das ist voll falsch. Es war aber close, closer als manch andere. Manche haben es aber sogar auch gewusst. Aber das war halt nicht genug und das bedeutet, Colin muss immer mehr schleppen. Du bist sehr gut, wirklich. Umgepackt. Hast du Gepäckstück genommen? Nee, du hast richtig geantwortet. Dann brauchst du keins? Ja. Ach so, scheiße, ja, noch mehr Druck. Vor allem irgendwie traurig, dass das erst mehr Druck verursacht, weil du solltest dir vorher schon Mühe geben und nicht nur, weil du weißt, dass er darunter mehr leidet sonst. Mensch. Die Challenge war dann allerdings dann irgendwann vorbei, der Sieger wird später verkündet und die waren so, hey Leute, lass doch irgendwas mit der Freizeitbeschäftigung jetzt hier mal machen. Wie wär's mit Boxen? Shelly, komm, box mal mit deinem Nerd. Junge, du schlägst immer nur gegen meine Hand. Hast du gesehen, ne Schatz, du hast keine Wirkung. Ja. Oh. Alles gut.
Tut mir leid, geh. Oh, voll auf den Zinken. Und das passiert, Leute, wenn man miteinander boxt, wenn man keine Ahnung vom Boxen hat. Das sollte man nicht tun. Ich hab immer gesagt, nein, nein, nein. Du hast Nasenbluten, der blutet. Ja, das geht schnell. Niemals. Jetzt ehrlich? Ja. Alter, bist du verrückt, Alter? Oh no, und Shelly hat einfach mal ihren Nerd weggeboxt. Und okay, es ist zum Glück nur Nasenbluten, das bedeutet, es ging nach schnell wieder alles gut und er ist nicht ausgeschieden und sie mussten nicht gehen. Aber das wäre vielleicht meine Strategie bei so einer Sendung. Hey, wisst ihr, was richtig lustig wäre? Wenn ihr einfach mal Synchronschwimmen machen würdet. Oh mein Gott, da ist jemand ertrunken. Hey, wisst ihr, was richtig lustig wäre? Wenn ihr einfach mal Akrobatik macht. Oh, da hat sich mir das Bein gebrochen. Und dann, zack, wirst du die Konkurrenz immer los. Fangt an, davon an, und hey, weißt du, was lustig wäre? Und dann, bam! Und zack, hat ihr gewonnen, die Sendung. Ey, was machst du? Oh Gott, das hab ich nicht doll. Ich schwöre, ich hab nicht doll. Ach, Scheiße, komm mit. Von wegen. Das grenzte an einen Blutrausch. Sie hat wirklich richtig durchgezwiebelt, ne? Aber er hat es auch am Anfang nicht ganz gemerkt. Naja, nachdem jetzt allerdings der erste Nerd auch wieder ausgenockt wurde, kann man ja dann verkünden, welches Team gewonnen hat. Und das wird das hier. Und gewonnen haben Linda und Pierre. Ja! Die sind sicher in der nächsten Runde. Glückwunsch, schon wieder. Und Pierre, das war aber ein bisschen sehr viel Freude, ne? Also der ist jetzt richtig intuit. Ja. Um allerdings auch noch den Abend überbrücken zu können, hat sich die Sendung dann was richtig Lustiges ausgedacht. Das hier. In der großen Nerd-Talent-Show bekommt jeder 5 Minuten Rampenlicht. Für die Vorbereitung ihres Bühnenprogramms haben sie eine halbe Stunde Zeit. Und die Nerds müssen jetzt irgendwas aufführen. Also ich wäre bei sowas immer raus. Wenn man mir sagen würde, hey, wir machen heute Abend Talent-Show, führ mal irgendwas auf. Ich würde sitzen. Mein Talent ist rumsitzen und warten. Was soll ich denn jetzt tun? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich kapier's nicht. Du rockst es da unten. Du wirst richtig cool sein. Du brauchst gar nicht aufgeregt zu sein, weil jedes Mal, doch, weil du es jedes Mal wirklich richtig gut gemacht hast. Egal, was es war, okay? No, und kann man mal ganz kurz darüber reden, wie sehr Linda immer Pierre aufbaut, also dem er Mut zuspricht und wirklich für ihn da ist? Ich finde, das ist wirklich ein richtig schönes Beauty- und Nerd-Team. Also einfach nicht nur, hey Schatz, wir reden jetzt mal ein bisschen, weil wir müssen, sondern wirklich, ich glaube, die mag den richtig und er sie auch. Toll. Richtig süß. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Adrenalin, denn hier kommt Chris mit dem Achterbahn-Quiz. Oh yeah, ein Achterbahn-Quiz. Was ein cooles Talent. Okay, kurze Frage allerdings, da sind auch Bilder von Achterbahn jetzt gewesen. Hat er die Casual immer dabei oder wo kommen die plötzlich her? Das ist eine tückische Frage. Wenn jemand 2 Punkte hat, hat er automatisch gewonnen. Ansonsten haben wir auch noch eine Stechfrage. Gewinnen könnt ihr, je nachdem wer gewinnt, vielleicht irgendwas, überlege ich mir mal. Das ist immer eine tolle Siegprämie. Wir gucken einfach mal, was wer gewinnt. Okay. Okay, Kim Strip für den Gewinner. Wunderbar. Noch lacht sie. Jetzt muss ich gewinnen, jetzt musst du mich aber fragen. Wohlgemerkt, sie ist kurz selber vorgeschlagen. Strip-Dies, das ist das Ergebnis. Und ja, ist vielleicht ein Gewinn, den manche haben wollen, ne? Das ist die schnellste Achterbahn der Welt. Und da ist die Frage, was ihr denkt, wie schnell diese Achterbahn ist. Wer am nächsten dran ist, gewinnt den Punkt. 238. Keine Ahnung. 140. 280. 280. Hier vorne wie viel? 120. 200. 200. Okay. 220. Wirkt auch gerade ein bisschen so, als würden die alle am Auktionshaus sitzen und nicht wissen, wie eine Auktion funktioniert, oder? So ein bisschen. 240 km/h. Und da waren die 220 km/h am nächsten dran. Da geht der erste Punkt an euch. Haben wir jetzt was gewonnen? Ja, ein Punkt. Ach so. Oh, das ist ja richtig wenig. Mann, aber... Das war wirklich gerade. Oh mein Gott, du. Ich weiß halt Bescheid. Ich fand deine Show gut. Also haben ja alle mitgemacht. So, es waren auch alle sehr ambitioniert. Ja, und die Menge wurde mitgerissen auch. Ich meine, es ist ein interaktives Quiz. Was soll man da tun? Sie geben eine Zahl und fertig. Es kann aber natürlich auch schlechter gehen, ne? Shelly, Sam, viel Spaß mit Kim. Ja! Doch der Hauptgewinn hat das Gegenteil im Sinn. Den müsst ihr machen, mindestens. Ja, stopp, du musst das machen. Nein, ich krieg doch einen Strip. Nein, du! Nein, ich krieg doch einen Strip. Nein, nein, du hast hier einen Strip angeboten. Ich wollte doch einen Strip von dir. Ja, weil er hat deine... Und Kim dachte jetzt, dass die Gewinner einen Strip für Kim machen dürfen. Das ist euer Sieg, Leute. Ihr dürft einen Strip für Kim. Als ob. Als ob, die macht das doch jetzt nur so, oh, ich hatte das falsch verstanden. Wahrscheinlich hatte sie einfach keinen Bock, denen jetzt ein Striptee zu geben, dass sie es wirklich machen muss und denkt so, oh, ein Missverständnis. Ja, darauf hat er aber nicht mehr Bock jetzt. Hey,
Ja. Das ist ja scheiße, dann brauchst du nicht dafür arbeiten. Nein, nein, Kim, mach mal jetzt. Kim, Junge, give me the show. Like, you wanna be the showgirl? Be the showgirl now. Warum soll ich denn einen Strip geben und dafür arbeiten? Oh. Weil du doch gerade eben mitgemacht hast und jetzt ist es irgendwie auch ein bisschen doof, wenn du einfach zurückziehst. Vor allem, weil du ja immer voll Show machen willst. Aber dadurch, dass Spaß mitkommt, come on, girl. Let's go. Ich hab das bereits gesagt, was ich sagen wollte. Ich hab schon keinen Bock mehr, weil ihr alle dumm seid und mit mir diskutiert. Dann warum sagst du alle dumm nochmal? Weil es mich nervt, wenn mit mir diskutiert wird und ich sage fünfmal nein. Wenn ich nein sage, heißt es nein. Und Kim möchte das jetzt nicht mehr durchziehen, was auch okay ist. Also man kann auch dann sagen, sie hat doch keinen Bock, setzt sich wieder hin. Und dann so, okay, Spielverderberin und wir machen weiter. Also die anderen wollen sie jetzt überreden, dann doch ein bisschen zu tanzen, wenigstens. Was auch immer sie da vorne machen sollen, eine Show, damit sie jetzt alle wieder Spaß haben. Und das eskalierte dann ein bisschen. Sie alle jetzt als dumm auch darzustellen, muss nicht unbedingt sein. Sie sind auch plötzlich alle Bitches, was dann manche sehr negativ aufgenommen haben, wobei das ja irgendwie das Standardrepertoire von Kim ist. Ja, ich hab viel zu viel Stolz. Sorry. Red nicht so mit mir! Ich möchte nicht. Trotzdem brauchst du nicht so reden, Kim. Wir haben das alle so verstanden. Ist doch okay, aber ich hab fünfmal Nein gesagt. Du brauchst nicht sagen, du bist immer noch Nein, Mädchen. Mir scheißegal. Ist das nicht eine tolle Talentshow? Das war wirklich eine richtig gute Idee. Bombe! Du redest gerne mit Kim. Ich hab schon gefressen, ich esse dich. Schade, geh zurück in dein Zimmer, nur weil du gerade Fame auf meinen Nacken möchtest. Du lässt mich geh mal kurz, danach mein kennen. Come on, girl, jeder weiß, du wurdest dich und danach du und jetzt sagst du so eine Person. Und wir alle wissen, die richtigen Beleidigungen gehen um sich, wenn man einfach alles wegpiepen muss, was sie gesagt. Es hat so ein bisschen amerikanische Talkshow-Niveau-Vibes, oder? Egal. Der große Streit ist jetzt, Kim will nicht strippen und auch nicht tanzen. Die anderen gehört sagen, hey, sei doch keine Spielverderberin und wollen sie überreden. Kim hat darauf keinen Bock, schreit zurück, dann schreien sie alle zurück. Und dann streiten sie sich schon wieder über Dinge, wo sie eigentlich gar keinen Grund zum Streiten haben. War einfach eine mega scheiß Aktion. Das Ganze ist so extrem eskaliert, weil wenn 20 Leute mich zum 10. Mal überreden möchten und kein Nein akzeptieren, fühle ich mich da schon ein bisschen bedrängt. Kim, come strip now, we're waiting for you. Okay, ein valider Punkt, den man vielleicht auch noch sagen muss, weil wenn Kim sagt, ich habe keinen Bock drauf, will es doch nicht machen, kann man es ja auch einfach akzeptieren. Man kann davon halten, was man will von der ganzen Situation, aber man kann auch einfach sagen, ja okay, dann halt nicht. Das, was Linda jetzt dann wieder auch macht, ist auch vielleicht ein bisschen zu viel. Also, dass sie mit jedem schläft und dann sich darauf Fame erhofft, das weiß man doch, ist doch kein Geheimnis. Und deswegen soll sie sich jetzt auch mal bitte dafür hergeben. Okay, ist jetzt okay, nette Aussage. Oh, das ist so süß, was du sagst. Ich wollte nur mal kurz reden. Weil ich habe das Gefühl gehabt, das war einfach nur ein Missverständnis. Soll ich mal so einfach jetzt nur mal Monolog halten, kurz, voll wie ich es verstanden habe? Voll süß, dass du kommst. Ja. Wie voll süß, dass du kommst, ehrlich. Ja, und voll süß, dass du denkst, dass das alles ein Missverständnis war. Kim hat einfach nur wirklich keinen Bock und wollte ein bisschen provozieren und dann zurückziehen. Als ob die es falsch verstanden hat, wirklich. Voll süß. Du bist fake und ich bin dumm. Aber es war halt auch scheiße, dann jetzt alle anderen natürlich zu beleidigen. Da kann man sagen, einfach, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Manchmal, Bitches sagt man manchmal einfach so. Ich sag das immer. Für mich ist das keine Beleidigung. Ich checke halt, wie Kim redet und deswegen habe ich das auch nicht, also mich hat sie eh nicht gemeint, aber ich hätte das auch so nicht böse aufgefasst. Man muss nämlich darum unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Ausdrücke für Bitches. Es gibt so Bitches, hey, und die Bitches. Je nachdem, wie man das Wort sagt, so meint man es auch. Freudig und freundschaftlich und ich mach dich fertig. Das hat Kim leider die zweite Variante genutzt, ne? Du bist ja Fame ohne mich, deswegen mach ohne mich. Ich bin ja eine Hoe. Sag keinen Namen. Du bist eine Hoe, ja? Sag keinen Namen. Sag keinen Namen. Girl, guck mal. Der Unterschied ist, ich hab es verstanden. I'm a classy girl. You were a bitch. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. I don't care. I'm just gonna talk. Oh Gott, und es geht dann auch doch direkt weiter, dass Kim einfach jetzt eine Hoe ist, eine Bitch, die mit ihm schläft. Und Linda sich dann jetzt auch sehr darauf einbildet, sie ja richtig zu slut-shame. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Vor allem, bist du ein classy Girl, wenn du dich so auch darstellst? Also Linda, ja, schön, wenn du nicht mit so vielen Leuten schläfst. Ganz toll. Allerdings ist es jetzt nicht wirklich classy Girl, wenn du dich so verhältst. Das hat nichts damit zu tun. Aber Girl, ich würde sagen, wir zwei haben es geklärt. Wir sprechen nicht mehr miteinander. You're nothing to me. Aber ist auch keine Lösung. I'm nothing to you. Bei mir passt das. Du hast deine Sendezeit durch mich gehabt. Fertig. That's it. Girl, please. Ich liebe deine Lachen, du hast sehr schöne Zähne. Ich verspeise dich zum Frühstück, meine Liebe. Und zwar jederzeit. Oh, aber die Lösung von Kim wäre doch jetzt eigentlich auch ganz praktisch gewesen, wenn ihr euch einfach jetzt ignoriert und ihr sagt so, hey, wir mögen uns beide einfach nicht, ciao. Nee, Linda ist jetzt auch im Rage-Mode. Ich hoffe, es kommen jetzt keine arroganten Bitches rein. Girl, wir einigen uns einfach darauf, dass wir nicht mehr miteinander sprechen. Putz einfach mein Klo und halt's Maul, okay? Morgen kommst du. Mach ich sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Danke. Wir reden und ich rede nicht mit Lakaien. Mit Fußvoll. Perfekt. Und das ist super unangenehm. Vor allem, ich, also jetzt kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe schon mit Linda und auch mit Kim Virginia jetzt
Zeit verbracht. Also wir haben uns auf Events getroffen und aber nett getalkt und bla bla. Und es sind beide sehr unterschiedliche Charaktere. Und ich denke mir so, das ist irgendwie so the worst, was wir von denen sehen. Sie sind an sich, beide waren voll nett und so, aber das ist so, die haben anscheinend auch ihre negativen Zeiten. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, Linda auch so, du bist ein Lakai, ich rede nicht mit dir, putz einfach mal mein Klo, mehr kannst du nicht, ist so, nee. Warum muss man immer beleidigt werden? Während sich allerdings die ganzen Girls in der Villa anschreien, denken sich die Nerds dann wiederum so, ach, wir haben einfach Spaß, ne? Unterdessen beweisen zumindest die Nerds ein wenig Reife. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen was von, die Eltern streiten sich gerade und die Kinder so, wir warten, bis sie fertig sind und dann können wir wieder Spaß haben. Naja. Linda versucht dann allerdings dann immer wieder weiter zu sticheln in Richtung Kim und Kim war irgendwann so, wir wollten doch aufhören zu reden, warum redest du? Bitte sei ruhig, okay? Bitte sei ruhig. Ich möchte nicht mit dir sprechen, checkst du es eigentlich, Mädchen? Warum redest du dann? Warum redest du dann? Dann halt deine Fresse, Ich liebe Gespräche, wo beide sich einfach nur gegenseitig mitteilen, dass sie jeweils andere die Klappe halten soll. Haltet doch einfach beide die Klappe, das Problem ist gelöst. War jetzt allerdings aber auch so richtig traurig, dass durch diesen ganzen Streit die Talentshow ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das haben alle gesagt, können wir uns nicht nochmal zusammensetzen für die Talentshow? Leute, wir haben uns alle so viel Mühe gegeben. Und dann setzen sie sich hin und wir sehen die Mühe. Ich habe euch heute quasi einen Vortrag mitgebracht über die... Schatz, du musst mir sagen, was ich zeigen soll, ne? Ja, mache ich dann. Okay. Über die Titanic quasi. Die Titanic ist ein Schiff. Die Titanic ist ein Schiff. Wow, Leute, und jetzt geht der richtige Fun erstmal los. Und das ist Sheldon Cooper präsentiert Gaudi mit Fana. Das Schiff ist quasi so draufgefahren, hat kurz zuvor nochmal nach links gelenkt, ist aber so mit dem Weißbild dann zusammen und ist dann untergegangen. Wow. Und was er auf jeden Fall kann, ist enthusiastisch etwas zu erzählen. Aber das waren doch jetzt nur 15 Sekunden. Warum habe ich mir so einen langen Film reingezogen? Mensch. Wer wurde zuerst gerettet dort? So? Die als erstes im Rettungsboot drauf waren. Und ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur ein extrem trockener Humor ist oder einfach so, hier ist eine casual Antwort. Ich präsentiere Badlab. Cooler Name. Superkräfte. Muss mit lang. Ja. Geh mal kurz weg. Ich kann elektrische Felder verzerren. Oh Gott, und hier haben wir ein Schauspiel mit 7 Charakteren, dargestellt von Kilian. Deadpool. Es war unangenehm. Unangenehm! Internetseiten funktionieren in der Regel so, dass ihr eine Vorderseite habt und eine Rückseite. Also Frontend und Backend. Das, was vorne ist, kennt quasi das, was hinten ist, nicht und umgekehrt. Programmieren ist fast wie mit Ikea-Regalen. Oh mein Gott, und das versteht doch jetzt auch niemand. Also wer hätte gedacht, dass der Untergang der Titanic einer der besseren Acts ist? Weiß ich nicht, würde ich in Frage stellen. Was sehe ich denn da? Eine Teufelsfrucht. Ich werde dich retten. So spricht ein wahrer Held. Ein wenig mehr Story-Transparenz würde dem Spannungsbogen der Action-Darbietung allerdings nicht schaden. Und also, was macht er jetzt da im Pool? Er holt einen Schlüssel raus, um die Beauty von ihren Handschellen zu befreien. Es war immer noch besser als das mit Deadpool. Dein Bild sagt eh mehr als 1000 Worte. Ich kann nicht. Brooklyn Girl! Er sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Nein, das sieht gut aus. Oh, und sie steht ein bisschen unter Druck, weil sie auf einer Leinwand zeichnen muss, die halt wahrscheinlich steht und normalerweise wahrscheinlich auf dem Tisch liegt oder sonstiges. Oder vielleicht malt sie auch sonst anders und der Druck ist so hoch. Und ich finde aber süß, wie die alle supportive sind. Ich werde noch gebrüllt, so, wuh! Schlechter als Deadpool kannst du nicht sein. Und dann, das wäre der Motivationsschub, den wir alle gebraucht hätten jetzt. Pierre haut dann allerdings dann kurz darauf noch einen Zaubertrick raus. Und der macht anscheinend wirklich was, weil er will eine Karte predikten. Mit ihr hätte ich mich absprechen können. Mit euch allen nicht. Linda, such dir bitte irgendeinen zufällig aus, der dir gerade sofort einfällt. Salvo. Salvo, bleib ruhig sitzen. Ich brauche nur eine Antwort von dir. Kurze Frage. Linda hättest du jetzt bequatschen können und sie soll jetzt jemanden rauspicken, der dir eine Antwort gibt. Dann kannst du doch, das kannst du ja vorher auch absprechen und die Person auch dazu. Ich bin noch gespannt. Rot. Rot. Du bist sicher, du möchtest deine Antwort nicht verändern? Doch, will ich.
Möchtest schwarz haben? Ja. Okay, wir nehmen schwarz. Die Karte muss also zwischen Rot und Schwarz entschieden werden und er möchte jetzt schwarz. Er wollte erst rot, aber er nimmt schwarz. Wir bleiben bei schwarz. Ja. Schwarz hat zwei Symbole, das Pik und das Kreuz. Pik. Pik. Kim, such dir bitte erstmal den nächsten aus. Okay, wir sind schon bei Pik angekommen und da wurde jetzt nicht nochmal gefragt, willst du deine Entscheidung ändern? Also bei Schwarz und Rot war so, oh, das Rot genommen, sicher, nicht schwarz, oh, du nimmst Schwarz, okay. Aber bei Pik und Kreuz so, okay, Pik. Okay, also das ist auch schon leicht geforst. Ich habe eine Vermutung, wie der Trick funktioniert. Danach wurde noch jemand gefragt nach Bildkarte oder Zahlenkarte, es wurde eine Zahlenkarte gewählt. Und dann zwischen 1 und 10 oder 1 und 7, ich weiß gerade nicht, welche Kartenmenge er dabei hatte, muss eine Zahl gewählt werden und es wurde dann die 2 genommen. Also die Pik 2. Okay, es wurden sehr viele Leute involviert, vielleicht ist es nicht abgesprochen. Die Pik 2. Das ist mein Nerd. Eine Karte ist alle sitzt sofort. Achso, du wolltest, Nelly. Achso, sorry. Was? Zeig sie einmal das Publikum. Was? Oh mein Gott, das ist wirklich die Pik 2. Also irgendwie wird es wahrscheinlich ein bisschen geforst sein in die Richtung. Aber also auch Shelly, glaube ich, hat dann die 2 gewählt. Und keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Also wir haben auch ein paar begeisterte Gesichter hier. Da. Alle so, was ist hier gerade passiert? Das ist wirklich Magic. Und das war tatsächlich ein guter Act und auch der letzte des Abends. Da muss ich sogar mal klatschen. Da jetzt die Talentshow allerdings vorbei ist und auch die ganzen Streitigkeiten jetzt nochmal ein bisschen aufgeklärt werden können, merkt auch dann nochmal Babu so, ey Linda, ich mag dich eigentlich ganz gerne, aber du warst jetzt auch sehr stark involviert, ne? Das Ding ist, wenn die merken, ich schließe mich mit dir zusammen, schießen die gegen mich. Ich weiß. Und das tut mir echt leid für dich. Deswegen mach, was du machen musst. Ich setz mich jetzt auch dahin wie eine Bitch. Ich nicht. Sorry, du bist gesaved, Girl. Deswegen war nett mit der Freundschaft hier, aber ich gehe mal ein bisschen Schleim. Tschüss! Muss man wahrscheinlich so machen, wenn man gewinnen will, aber als ob das jetzt auch hilft. Hey Leute, ich wollte auch mal kurz mit euch connecten, damit ich nicht rausfliege. Fällt gar nicht auf. Um Gottes Willen, niemals. Eine Babu und eine Linda haben es ja auf mich abgesehen. Was erstmal nicht euer Problem ist, aber wenn ich dann raus bin und die kriegen mich raus, dann wird es euer Problem. Weil sie dann euch auch rauskicken, weil ihr seid dann die Nächsten. Und Kim hält sich ihre Allianz auch wirklich close bei sich und bequatscht ihr aber auch die ganze Zeit so, ihr müsst mich mitbeschützen, sonst ist hier das Drama riesig. Du kleines Schlitzohr. Das Ding ist, ich verstehe mich so gut mit Babu. Sie ist so lieb zu mir, Kim. Na, Babu gehört halt auch zu uns, ne? Also Babu ist auch mein Liebling. Und die hat einfach ganz schön viele Lieblinge und ist so, ich will eigentlich gar nicht in der Allianz sein. Ich mag nämlich eigentlich alle. Na, schwierig. Shelly hat am nächsten Tag natürlich auch eine richtig gute Idee plötzlich so. Die war so, hey, ich muss mich mit meinem Nerd mehr connecten. Ich muss mehr herausfinden, wie es funktioniert. Und ich muss ihm auch ein bisschen im Leben helfen. Sam, warte, du stehst jetzt da und du siehst jetzt mich. Aha. Und ich bin deine Traumfrau einfach. Ja. Und du denkst dir so, boah, die muss ich jetzt anquatschen. Dann machen wir das. Hi. Was kommt da jetzt? Hey Schnecke, was geht? Hallo, wer sind Sie? Hi, ich bin Sam. Hi. Ich hab dich gerade so ins Auge. Du bist mir gerade so ins Auge geflogen. Du bist ihm ins Auge geflogen. Oh Gott, er ist. Das ist wie ein Unfall. Hi, ich bin Sam. Es ist. Ach, naja, ich glaube, deswegen ist das Training vielleicht dafür da, ne? Aber noch mit ein bisschen mehr Elan wäre cool. Ach so. Hallo, schöne Frau. Hallo. Magst du Italienisch? Würde ich dich drauf einladen, können wir mal bei einem Wein. Ich bezahle sogar. Perfekt. Leute, direkt mal ein kleines Tipp. Wenn ihr zu einer Frau hingeht und sie zum Essen einladen wollt und ihre erste Frage ist, bezahlst du? Rennt einfach weg. Das ist kein gutes Zeichen. Wie lame ist das denn? Es geht gar nicht. Es ist voll der Red Flag. Na gut, da Sam jetzt wahrscheinlich richtig improved ist, was seine Dating- und Flirtkünste angeht, können wir uns dann auch der nächsten Challenge widmen, wo es wieder, naja, Safety zu gewinnen gibt. Aufgabe der hübschen Weißkittel ist es, an ihren Nerd-Patienten gesuchte Körperteile zu lokalisieren und zu markieren. Und warum müssen Pierre und Lena das schon nochmal mitmachen? Weil die sind doch schon safe. Und die können ja nicht nochmal safe werden oder verhindern sie, dass andere safe werden. Egal, mach mal die Challenge. Steißbein. Na? Schienbein. Und da drüber ist das Steißbein. Nee, nicht ganz. Und Salvatore und Joelle sind doch auch safe. Die können in der ersten Folge nicht rausgewählt werden. Warum müssen die nicht? Das ist einfach nur für den Content, ne? Hey, die sind alle super blöd. Lass mal machen. Oh, das ist ja echt ein bisschen niveaulos. Hilfe. Frontlappen, was das denn? Frontlappen. Nee, das ist Stirn. Ja, den Bereich kenne ich jetzt nicht so aus. Meine Mutter ist zwar Krankenschwester. Das wird auch bestimmt
die bestimmt den Hals umdreht. Sie hat bestimmt den, sie ist zwar, was dreht sie mir um? Irgendwas dreht sie mir bestimmt um. Den Magen dreht sie mir um. So. Gut, die müssen jetzt also irgendwas alles zukleben. Ich finde gut, dass Babu ein bisschen mehr checken konnte als damals Colin bei Kim Virginia mit dem Cocktail, sondern sie, ah, du willst das da oben hinkleben? Dann mache ich das. Clever. Weiche? Ist das unten am Fuß irgendwas? Meine Speichen tun weh. Aber das ist doch die Speiche? Digga, kein Plan. Ja, merkt man auch, dass sie keinen Plan hat. Die Leute, hast du den Knochensong von Hannah Montana nicht reingezogen? Dann wüsstest du das. Der Fuß, auf dem wir stehen, den kann man leicht verstehen. Phalanges habe ich sie. Patella. Ich kennte das. Patella. Sie kennte das. Ich kann es nicht. Ja, das war auch ein Knochensong von Hannah Montana. Das ist das Knie. Leute, ich habe mir den Song damals angehört. Ich weiß Bescheid. Das ist doch sonnenklar. Als nächstes kommt dann das Knie. Yeah, yeah, yeah. Auch als Patella verschrien. Aber frontal muss ja vorne irgendwas sein. Frontallappen? Deine Zunge vielleicht? Frontallappen? Das ist so dumm. Vor allem klebt ihm das auf den Mund, der Arme. Das, das abzuziehen tut bestimmt weh. Ja, meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Naja, wir können jetzt ahnen, die Challenge war für viele wieder eine absolute Katastrophe. Und viele sind auch komplett am Boden dann. Aber wenn du da stehst... Ich weiß, genau das Gleiche. Ich denke mir so, Junge, Digga, Shelly, bist du behindert? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, Shelly, bist du behindert? Ja. Also, ja, und? Nicht negativ gemeint. Oh, wenn es nicht negativ, dann ist okay. Ich bin so dumm. Ich schwöre, Linda hätte eigentlich aus diesem Format ausgeschlossen werden sollen, weil, Digga, die ist viel zu schlau. Junge, die ist wirklich viel zu schlau einfach. Viel zu schlau. Ich dachte, wir sind alle dumm. Und so muss es eigentlich sein, wenn du mit einer normalen Allgemeinbildung in so einer Sendung sein würdest. So, bin ich Einstein? Wow, was ist mit mir nur? Weil die sind ja wirklich alle so, also die wissen sogar, dass sie dumm sind. Das ist schon mal krass, aber die sind wirklich alle so unwissend. Das ist schockierend. Einfach geschockt des Todes. Babu und Kilian, ihr seid die Gewinner und somit sicher. Oh. Ja! Glückwunsch! Und damit sind jetzt die Bitches, die ein Team bilden, auch einfach safe und die anderen müssen sich untereinander bekriegen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut für Kim Virginia, die da so einen Plan hatte, ne? So, da letzter Abend so schrecklich war, muss bei diesem Abend wieder eine richtig gute Party gemacht werden. Deswegen können jetzt alle feiern. First Lady der Feten darf auch nicht fehlen. Guck mal, das ist mein kleiner Freund. Hast du auch einen kleinen Freund? Die Kim ist halt so eine kleine Schauspielerin. So aufdringlich schon fast. Und das mag ich nicht. Klare Worte, passt aber auch irgendwie. Würde ich auch nervig finden, ein bisschen auf Dauer. So, Leute. Anstoßen. Vor allem auf unseren Neuzugang. Und auf euch anderen geilen Bitches. Und hier haben wir die erste Variante von Bitches gehört. Die positive, wo sich dann alle mitfreuen. So. Kann das nicht. Ja doch, mit dem Rücken. So. Ich hab da nichts. Doch, Beste. Ja, Beste. Ja, Beste. Immer noch, ich würde keine Komplimente von Kim annehmen. Ich würde mir sagen, zu allem und zu jedem. Dann würde ich mir denken, warum sagst du es überhaupt? Das ist, kannst du mal was ehrlich Nettes zu mir sagen, bitte? Ja, aber Kilian, Beste. Du bist die Beste. Du bist die Beste. Was bist du mal für ein Sternzeichen? Jungfrau. Boah, ey, du armes Mädel, du hast dein ganzes Leben, ne, Jungfrau, ne? Oder? Ich sag einfach immer, ich bin beides. Bist du beides? Ja. Du bist Jungfrau? Und dieser Schock in Babus Gesicht so. Was? Du hattest noch keinen Sex? Salvatore, opfere dich bitte, was ist das denn? Naja, und es gibt am nächsten Tag noch wirklich ein Team dann, das wirklich dafür sorgen will, sich besser kennenzulernen, weil sie die Exit-Challenge schon mal geschafft haben und gemerkt haben, das ist schon schwierig, man muss sich kennen. Also, mein Schatz, ich werde mich jetzt schminken. Ja. Und sagst mir jetzt, was das ist. Und wenn du nicht weißt, ich sag dir, damit du es verstehst. Ach so, du machst so ein Schminktutorial jetzt quasi. Ja, und du sollst jetzt einiges dazulernen, damit ihr bei dem nächsten Challenge, wo ihr über Schminken ausgefragt werdet, die richtigen Antworten liefern könnt. Ist das? Dann, was ist das? Ich habe schon, würde ich sagen, ein bisschen Ahnung zumindest. Ja, ein bisschen kann man ja auch manchmal raten. Aber die hält ja wahrscheinlich jetzt 20.000 Produkte, wo man sich auch denkt, warum brauchst du das alles? Also da verstehe ich, warum ihr euch operiert, weil dann müsst ihr es nicht täglich machen. Oder müsst ihr es dann trotzdem noch täglich machen? Das habe ich auch nicht verstanden. Ein Schwamm. Wie nennt man den Schwamm? Einfach das Schwamm. Das ist ein Beauty-Blender. Es ist einfach ein Schwamm. Aber es ist auch einfach ein Schwamm. Also das ist ja auch wirklich Marketing so. So, wir haben hier diese 10 Millionen Billigschwämme, die 2 Cent kosten. Lass die mal für 3,99 verkaufen, weil es sind Beauty-Blender. Yeah. Ja, it is what it is. Naja, und während hier ein großes Quiz dann stattfindet, ist im Nebenraum eine große Katastrophe, weil Kim und Colin machen sauber.
Popper lacht. Ja, sie machen nicht wirklich sauber, sondern setzen einfach das ganze Zimmer unter Wasser. Sehr uncool. Vor allem hat Colin dann auch irgendwie den Mob über den Klamotten von Linda und Pia ein bisschen ausgewrungen und so ein bisschen drüber gestrichen, dass alles nass wird und eklig wird. Ach, muss nicht sein. Ekelhaft. War mir so klar. Richtig dumm, Alter. Finde ich nicht so geil. Ja, so eine Putzkraft ist dann plötzlich auch eher eine Strafe als eine Belohnung. Ich verstehe eh nicht das ganze Konzept, warum sie es gemacht haben, aber cool ist es nicht. Das ist ja eine Straftat. Es reicht, wenn ihr das nächste Mal nur so tut, als würdet ihr bei mir wischen, weil meine Sachen sind nass und ich habe keinen Bock drauf, Kim. Weil sonst landen eure Sachen das nächste Mal in der Toilette. Man merkt allerdings auch, dass man sofort Kim als Übeltäterin sieht, obwohl Colin es ganz alleine gemacht hat. Schon. Ja, aber ich lasse mich auch nicht bedrohen mit Colin. Wir haben dir Bescheid gegeben, dass es nasser sein könnte. Ja. Es war Absicht. Sie ist ja jemand, die stichelt gerne, die macht das gerne subtil. Und sie tun jetzt noch so, hups, das ist einfach nass geworden. Eure Klamotten, tut uns leid, können wir jetzt auch nichts für. So, wir haben es ja jetzt aufs Band gehabt, das war Absicht. Und sie haben noch drüber gelacht und sind weggegangen und haben sich drüber gefreut. Wahrscheinlich müssen sie jetzt aber nicht mehr putzen. Hat ja auch Vorteile. Mega Leistung, richtig geil. Naja, und während es drin jetzt kleine Probleme gibt und man schon ein bisschen mehr Linda nicht mag, gibt es draußen, lass da rein über Pierre. Wir haben vorhin gefragt, wegen Selbstbefriedigung und so, ne? Ich habe oft genug die Gelegenheit, mit Frauen zu schlafen. Er checkt nicht, dass wir wissen, okay, Pierre, du bist eigentlich gar nicht so, machst jetzt hier einfach nur einen auf großen Macker. Das kommt aber überhaupt nicht cool und damit machst du dich wirklich sehr, sehr unbeliebt. Ja, und Pierre hat dann allen erzählt, dass er ein sehr reges Sexleben hat und die Bitches wegflankt, aber für ihn jetzt hier auch in der Sendung niemand dabei ist, aber sonst kriegt er sie alle und es war so möglich, kann sein. Vielleicht in seiner Bubble ist das so. Wissen wir nicht, wir stecken ja nicht drin. Aber ich glaube, ihr steckt auch nicht drin. Da diese ganzen Probleme in dieser Folge dann allerdings alle passiert sind, gibt es danach wieder die Nominierungen. Zwei Leute sind safe, eine Personengruppe kann nicht gewählt werden, also Linda und Babu sind safe, Salvatore und Joel können nicht gewählt werden. Es bleiben also nur vier zur Auswahl und dann geht's los. Von daher müssen wir das stärkste Team, was die größte Gefahr für uns darstellt, nominieren. Und das ist für uns Vanessa und Chris. Nicht Kim, Virginia? Okay. Wir haben uns beraten und haben uns für Kim und Killian entschieden. Fast richtig. Colin, aber okay. Kim und Colin. Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen gebraucht, Salvatore. Also ich war so, das ist Colin und das ist Killian. Und für mich waren beide Namen eine Person. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass es zwei verschiedene Leute sind. Got you. Also. Ich möchte schon vorweg sagen, ganz kurz, muss ich ganz kurz unterbrechen. Ja, das mach ruhig. Eigentlich hätte ich natürlich mein Number One Fangirl hier gewählt. Und ich liebe es, wie Linda komplett unimpressed ist. Aha. Will ich dazu sagen, ich fühle mich einfach nur scheiße, du. Ich muss leider Chris wählen. Weil er die größte Konkurrenz ist und einfach raus muss? Oh nein, sie sind Chris und Colin und zusammen sind sie Chris und Colin. Das machen sie die ganze Zeit und sind richtige Bros. Das war ein bisschen nervig, auch auf dem Event. Aber die nominieren sich jetzt anscheinend gegenseitig. Oh nein. Also das sind so viele schlaue Menschen hier, die so gut abschneiden in den Challenges. Richtig. Und dann bei der Taktikwahl, wo es wirklich ums Gewinnen geht, ist es ihnen wichtiger, mir eins reinzuschicken. Somit duellieren sich Kim und Colin mit Vanessa und Chris im Exit-Quiz. Und wir alle wissen, das Quiz kann manchmal ganz schön hart werden. Und es wird natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen problematisch. Die drei Stimmen sind so verteilt worden, da müssen jetzt Leute raus und wir gehen direkt mal rein. Let's go! Oh, unter welchem Namen ist der, dessen Name nicht genannt werden darf, in einem Film besser bekannt? Voldemort. Mein Ehemann Voldemort? Beste. Das ist einfach mal ein bisschen zu sehr gespielt. Aber es war die richtige Antwort. Ich bin überrascht. Surprise. Hä? Ich dachte, das Rumpelstilzchen. Wow. Rumpelstilzchen ist eher dessen Name nicht. Es hat auch was mit dem Namen zu tun. Kriegen wir hin. Aber nein. Nein. Als dann gefragt wird, in welchem Land die schnellste Achterbahn der Welt steht, ist natürlich für die Achterbahn Beauty Vanessa alles klar, oder? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Leider ist Abu Dhabi kein Land und damit falsch. Das packt mich echt ab, nur weil ich nicht weiß, was ein scheiß Land ist, Alter. Auch so eine Aussage, die man dann nur bei Beauty and the Nerd hört. Ich weiß nicht, was ein Land ist. Wie kann man, weißt du nicht, was Länder sind? Kennst du das ganze Konzept eines Landes nicht? Wie gehst du durchs Leben? Kim wird allerdings auch noch gefragt, für welches Spiel steht die Abkürzung LOL? Das ist so falsch.
League of Legends, Brudi. Oh, ach du Scheiße. Krass, dass sie solches Basic-Wissen hat. Wofür ist das Wort Pokémon die Kurzform? Ich spiele Pokémon selber, aber für was? Für Pokéball. Und ich muss kurz sagen, das ist eine richtig gemeine Frage. Also Pocket Monster weiß man an sich, aber ich glaube gerne, dass das sehr, sehr viele Leute nicht wissen. Das ist wirklich fies. Winterfutzig, was soll das? Naruto? Ja, Beste. Digga, du bist so krank. Sogar den Lieblingsanime kennt Kim, Virginia. Und Vanessa kennt den leider nicht. One Piece? Ist das Anime? Mhm. Nee, ist falsch. Das ist nicht One Piece, glaube ich. Ja, und damit steht es in 3:0. Das bedeutet, die Nerds dürfen jetzt ran. Aber natürlich, wenn Kilian jetzt... Nee, nicht Kilian, wenn Colin... Seht ihr? Verwechselt. Wenn Colin jetzt eine Frage richtig beantwortet, bam, sind die weiter und die anderen beiden raus. Adieu, Schlampen. Nerdfrage 1. Wie heißt das berühmte indische Lehrbuch der Liebeskunst? Das ist das Kamasutra. Und damit haben die es dann geschafft. Und Colin und Kim Virginia bleiben drin. Und Chris und Vanessa sind einfach raus. Ja, und das war dann schon wieder die nächste Folge. Und ich glaube, wir galoppieren da richtig schnell durch, weil so viele Teams sind es eigentlich gar nicht, wenn jetzt jede Folge einer rausfliegt. Bäm, 6-7 Folgen, dann ist das Ding durch. Schauen wir mal, wie das weitergeht, Leute. Und ich hoffe, das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Checkt den Merch aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.